Im heutigen Video dreht sich alles um die Meta Quest Pro, die Mixed Reality Brille von Meta, die uns super viele Möglichkeiten eröffnen wird. Außerdem habe ich für jeden Android User da draußen eine super Nachricht und wir haben die Drop Ankündigung für den Miles Morales, wann der ganze droppen wird und mit wie vielen Editions und so weiter und so fort. Das erfährst du in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin Style Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News des Tages und es sind heute wirklich eine Menge dabei, deswegen bleib wirklich unbedingt, auch wenn das Video 10 Minuten geht, bis zum Ende dabei, denn es gibt wirklich, wirklich einiges zu besprechen und ich habe wirklich einige News für dich da draußen mit dabei, deswegen würde ich sagen, wir schnacken gar nicht lange rum und starten direkt rein mit dem ersten Thema. Und das erste Thema ist erstmal nur ein ganz kurzer Hinweis für dich da draußen und zwar bin ich nämlich heute Abend um 19.30 Uhr bei einigen Minuten Viviversum zu Gast im Livestream. Ab 19.30 Uhr könnt ihr gerne dazustoßen, wir werden natürlich einige Themen und natürlich auch deine Fragen beantworten. Link zu dem ganzen Stream packe ich dir auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Ansonsten sehen wir den Miles Morales Spider-Man auf Vivi und das, ja, wie auch schon angekündigt, auf der Comic-Con relativ soon und wir sehen es jetzt an diesem Donnerstag, dem 13. Oktober um 17 Uhr deutscher Zeit im Blindbox-Format mit insgesamt 3 Varianten. Und ich werde auf jeden Fall jetzt einmal ganz kurz zeigen, welche 3 Varianten wir sehen werden. Wie schon gesagt, wir sehen insgesamt 3 Varianten. Wir haben jetzt hier dann gleich einmal 2 nicht animierte und 1 animierte. Finde ich persönlich sehr, sehr gut. Und hier seht ihr nochmal, das ist die Rare, die wir bekommen werden, die Ultra Rare. Und als letztes dann noch eine animierte Secret Rare, finde ich persönlich super, super gut. Und ich werde mir definitiv mindestens 2 Blindboxen holen, einfach um auf den Gamble zu gehen, eine Secret Rare zu bekommen. Denn ja, Miles Morales Spider-Man Secret Rare wird sehr wahrscheinlich auch nicht mehr als 1000 Editions haben und dementsprechend auch sehr, sehr gefragt sein vom Preis. Also ihr merkt schon, ich brenne auch ziemlich für dieses Collectible. Und jetzt kannst du mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, was du von dem ganzen Drop hältst. Wird er unter Droppreis gehen sogar vielleicht? Und wie viele Blindboxen nimmst du mit? Schreib es mir unbedingt unten in die Kommentare. Wenn dir das ganze Video übrigens bis zu dieser Stelle gefallen hat und du es noch etwas pushen möchtest, dass noch mehr Leute das ganze Video sehen, dann gib dir das Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten würde ich sagen, geht es jetzt aber weiter mit den nächsten super spannenden Themen. Bleib wie gesagt unbedingt bis zum Ende dran, denn jetzt kommen noch mal ein paar sehr spannende Themen. Und ansonsten geht es auch direkt weiter mit Marvel, denn Marvel macht nämlich in der 2. Woche des Marvel Insiders hier ein weiteres Giveaway und hier sehen wir nämlich dieses Mal Marvel Comics Hashtag 1. Die kamen, wie auch die ankamen als Giveaway. Wir als Europäer können leider daran nicht teilnehmen. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr cool, wie viel Aufmerksamkeit Baby hier durch diese Aktionen bekommt. Denn den Marvel Insider haben mehr oder weniger wirklich auch alle großen Marvel-Fans abonniert. Dementsprechend hier auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Vorteil. Und wir haben tatsächlich sogar auch schon einen Leak bekommen, wo wir auch weitere Collectibles sehen, die auch vielleicht die meisten Leute da draußen von der Masse auch ansprechen könnten und dadurch die Aufmerksamkeit auf Vivi gelenkt werden könnte. Und an dieser Stelle gehen auch nochmal Grüße raus an den guten Chris, Vivi Reisen. Und ja, wir sehen jetzt hier drüben einmal so eine Animation. Und ja, jeder, der jetzt hier schon aufgepasst hat, der hat gesehen, wir sehen hier ein Thor-Collectible noch. Und noch einen Black Panther. Wahrscheinlich beides jeweils die Secret Rare. Also auf jeden Fall 2 Collectibles, die relativ interessant sind. Und hier auf jeden Fall einen sehr schönen Einstieg für viele Leute bieten, denke ich. Ja, und ansonsten, wer jetzt hier auf jeden Fall seinen Account löschen möchte, der kann das Ganze ab sofort auch machen. Denn nach den Wartungsarbeiten ist nämlich jetzt hier dieser sehr interessante Button aufgedroppt, nämlich bei Settings Delete Account. Das heißt ja, wenn du keinen Bock mehr hast auf Vivi, dann kannst du auf jeden Fall jetzt deinen Account hier löschen. Ich würde es dir aber nicht empfehlen, denn du bekommst deinen Account sonst nie wieder, so wie deine Collectibles. Und auch deine Omis auf dem Wallet von Vivi sind dann weg. Das heißt, kann ich dir auf jeden Fall nicht empfehlen, aber man muss natürlich auch seine Emotionen unter Kontrolle haben, denn es läuft nicht immer alles rund bei Vivi, sei es im Job und so weiter und so fort. Aber hier auf jeden Fall aufpassen, dass ihr wirklich nur euren Account deletet, wenn ihr wirklich aus Vivi aussteigen wollt und lest euch auf jeden Fall auch nochmal die Details durch, falls ihr das wirklich vorhabt. Ich hoffe es zwar nicht, aber auf jeden Fall hier diese ganz kurzen Infos dazu. Und ansonsten haben wir ja diesen kommenden Comic-Drop von Star Wars und hier ist es ziemlich interessant, was Marvel hier an dieser Stelle gemacht hat, denn sie haben tatsächlich für die unterschiedlichen Cover-Varianten
unterschiedliche Comics genommen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel das Star Wars Cover, zum Beispiel haben wir das Cover von Star Wars Hashtag 20 als Ultra Rare, wir haben als Secret Rare Star Wars Hashtag 14 und ich habe das Ganze auch nochmal nachgeschaut, das ist wirklich so und das ist eine recht interessante Methode und ich gehe davon aus, dass es tatsächlich, was die Star Wars Comics angeht, wir wahrscheinlich öfter in Zukunft sehen werden. Du kannst mir aber sehr gerne mal deine Meinung zu diesem Format, wie das jetzt Marvel hier macht, auf jeden Fall unten in die Kommentare schreiben. Wie schon am Anfang angekündigt, ich kann dir auf jeden Fall nur empfehlen, als Android-User mal jetzt genau hinzuschauen beim Gemkauf, denn du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, deine Google Play Points jetzt auch endlich in Gems umzutauschen. Und wenn du wissen willst, wie du auch noch anders auf jeden Fall Gems sparen kannst, beziehungsweise auch günstiger kaufen kannst, dann schau dir hier auf jeden Fall unter dem i mein Video dazu an. Und da habe ich dir einfach mal drei Methoden vorgestellt, unter anderem auch hier mit den Google Play Points, die jetzt ja auch tatsächlich funktionieren in Deutschland, wie du mehr Gems sparen kannst, beziehungsweise wo du auf jeden Fall Gems passiv einnehmen kannst. Meta hat außerdem seine Meta Quest Pro, seine VR beziehungsweise nächste Augmented Reality Brille vorgestellt und das ist tatsächlich eine VR wie auch AR Brille in einem und wie es auch drin steht, eine Mixed Reality Brille. Und das ist super, super spannend, denn damit ist natürlich auch, wie gesagt, Augmented Reality möglich und dementsprechend wahrscheinlich theoretisch auch mit unseren Vivi Collectibles. Und ja, die Zukunft, die schreitet auf jeden Fall voran. Wir sehen jetzt hier bei Meta die ersten Schritte in diesen Bereich mit auch Augmented Reality Brillen, beziehungsweise dieser Kombination. Und ja, nächstes Jahr wird wahrscheinlich Apple nachziehen mit ihrer VR, beziehungsweise Augmented Reality Brille. Wir werden dann sehen, was es sein wird. Aber wir sehen hier auf jeden Fall deutliche Schritte in die richtige Richtung und auch in Richtung Zukunft. Und deswegen, also die Zukunft, die kommt immer, immer näher und dementsprechend sollte man sich auch wirklich positionieren. Und ich habe auch zu dem ganzen Thema digitales Sammeln ein Video gemacht. Ich werde das auch hier unter dem i verlinken. Persönlich, ich finde das Thema sehr, sehr spannend und an dieser Stelle sollte man sich eigentlich nur einfach für die Zukunft definitiv positionieren, denn ansonsten verpasst man die Zukunft und dann muss man wieder irgendwo sich was suchen und jetzt liegt es eigentlich momentan wirklich auf der Hand. Und das war es an dieser Stelle auch mit dem ganzen Video. Wenn dir da draußen das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich bei dir fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.